Jo, genug ausgeruht. Wir haben knapp 40.000 Gold. Wir haben ein, zwei Stellen, wo es ganz schön knackig gerade ist. Also einmal der Wolfsbau wegen dem durchgehenden Respawn. Und einmal die Halle des Warlords. Wir könnten im Kopf immer wieder gegenrennen und dann auch mit der Zeit durchkommen. Aber ich glaube, ich investiere das Gold lieber erstmal. Und schaue mich um nach passenden NPCs. Die Frage ist nur jetzt, was für NPCs? Wir hatten ja sie geholt gehabt, damit wir mehr Gold machen. Wobei wir jetzt sehen, dass wir so auch schon ganz gut Gold gemacht haben. Und dass das hoffentlich auch noch mehr wird. Und irgendwann brauchen wir nicht mehr ganz so viel Gold, denn wir haben dann alle Zaubersprüche. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren bei dem Geld ausgeben jetzt. Dass wir die Sprüche kaufen, die wir unbedingt brauchen. Und alles, was wir danach an Gold machen, ist wirklich Plus. Und wow. Wir haben noch ganz schön viel zu verkaufen. Okay. Also ja, was ich sagen wollte. Wir kaufen jetzt die Sprüche und alles, was wir danach finden, ist dann primär noch dazu da, die Stufenaufstiege zu machen und eventuell einzelne Ausrüstungsteile zu kaufen. Die feinsten Rüstungen im Land. So, erstmal Intellekt plus 10. Irgendwas war mit den Umhängen. Das hatte ich eben gerade noch gelesen. Ich glaube, ich habe da was übersehen. Ja, erstmal muss noch ganz viel hin und her geschoben werden. Also das kann weg. Du hast gerade keinen Umhang an, das ist nicht gut. Der da ist besser als der hier. Ist aber auch grün. Ne? Braucht unbedingt einen besseren Umhang. So, du hast einen braunen Umhang, der TP regeneriert. Und ich glaube, den behältst du auch. Die Sachen können wirklich, wirklich alle weg. Okay. So, das dahin, das... dahin den voridentifizieren. Yeah. Du verzaubern. Hä, es geht nicht. Okay. Dann zieh deine Rüstung wieder an. Nicht, dass wir die gute verkaufen. Und du musst Platz machen. Also. Ich schnappe mal ganz kurz einen Stift. Und fange an, ein bisschen rumzupanschen. Also. Wie machen wir es am besten? Mit deutschen Buchstaben klappt das nicht, weil gelb und grün sind beides G. Also nehme ich die englischen. Das heißt, wir nehmen jetzt Y plus B, blue, gleich G, green, gleich grün macht Resistenz. Okay, schreibe ich mir auf. Resistenz. So, jetzt probiere ich grün zu mischen mit gelb. Also ich mache jetzt so ein Diagramm dahinter mit Abzweigungen. Also da steht jetzt Resistenz, dann Pfeil nach schräg oben, Pfeil nach rechts, Pfeil nach schräg unten. Und ich kombiniere es einmal oben mit Gelb, einmal mit Rot, einmal mit Blau. Und dann gucken, was bei rauskommt. Und dahinter schreibe ich dann, was dabei rauskommt. Also Y war Gelb, B war Blau, G, nee Quatsch, R war Red. Also Resistenz plus Gelb. Es hat geklappt. Macht Eile. Eile. Jetzt brauche ich nochmal Resistenz. Plus Blau. Geschafft. Macht super Resistenz. Fügt vorübergehend 20 zur Resistenz hinzu. Oh, das ist gut. Super Resi. Und Rot. Geschafft. Nicht genug Gold. Bumm. Nicht genug Gold. Was? Okay. Wir haben schon mal unsere erste Bombe gefunden, aber wie ihr sehen konntet, es hat fast gar keinen Schaden gemacht. Das wird sich später um einiges ändern. Also, den kann Girogon nehmen. Der kann weggegeben werden. So. Also wenn man die Weißen jetzt untereinander mischt, dann könnte das um einiges schmerzhafter werden, als das jetzt eben gerade war. Aber damit haben wir jetzt gerade alle Kombinationen von Grün mit den Elementarsachen gemacht. Das Ganze könnten wir jetzt auch mal für Orange machen. Also, Yellow plus Red gleich O für Orange. Und Orange macht Schutz. Gleich Schutz. Jetzt schreibe ich hinter Schutz wieder so die drei Pfeile. Und wir kombinieren jetzt Schutz mit Gelb. Geschafft. Extreme Energie. Fügt vorübergehend 20 zu primären Attributen hinzu. Extra Energie.
Ja, kann auch zu Gerogon. Also Gerogon bringe ich jetzt die Tränke, die wir eventuell auch mal benutzen könnten. Alle anderen werden gnadenlos verkauft, wie zum Beispiel Segen. 6 Stunden so lang Segen ist jetzt nicht so der Supertrank. 15 Glück und regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Warum machst du den nicht an? Okay, deswegen. Obwohl Zauberpunkt plus 11, wie viele Zauberpunkte hast du inzwischen? 264. Geschickring, Intellekt 8. Wie viel macht Intellekt 8 aus? Bei den Zauberpunkten schon mal gar nichts. Okay, der kann weg. Du kannst dahin. Du kannst verzaubert werden. So. Geschick plus 11. Müsste ich eigentlich behalten. Das ist nicht gut. Okay, Gerogon bekommt jetzt alle Sachen, die behalten werden müssten. Und das ist einmal Glück, falls wir... Naja, okay, Glück. Hält sich in Grenzen. Aber ja, also größere Stat-Ringe oder Stat-Amulette behalten wir, falls wir irgendwann die Herausforderung haben. Wie zum Beispiel die Schwerter aus dem Stein ziehen und so weiter. Dass wir dann einem Charakter kurzfristig die Stats hochbekommen können. Oder auch für die Meisterränge. Für manche Meisterränge braucht man es aber geschickt 30 oder so. Das ist ganz praktisch, wenn wir ein paar Sachen über haben. Und das wird halt jetzt hier gelagert. Miep. Miep. Geh weg da. So. Genau, wir waren dabei, Orange zu mischen mit... Ich habe vergessen aufzuschreiben. Gelb war Extremenergie. So. Schutz plus Blau. Es hat geklappt. Steinhaut. Gewährt 6 Stunden lang Steinhaut. Was für uns ziemlich uninteressant ist. Ups. Ziemlich uninteressant ist, denn Steinhaut können wir so zaubern. Und ist auch bei unserem Buff-Gemisch mit drin. Aber diesem einen Lichtzauber. Also, Schutz plus B gleich Steinhaut. Steinhaut. Fehlt nur noch plus Rot. Also R. Es hat geklappt. Heldentum. Ja, brauchen wir nicht. Nicht wirklich, das zaubern wir eh auf die ganze Gruppe. Weil die Tränke sind immer nur für einzelne Charaktere. Und tada! Wir haben ein bisschen rumexperimentiert und haben schon viel mehr Platz. Da kann jetzt nämlich das dahin. Und das verzaubern wir gleich, um ganz viel Kohle zu machen. Ja, nicht wirklich, aber wenigstens kriegen wir ein bisschen mehr dabei raus. 8 Trefferpunkte, das ist echt nicht viel wert. So, verkaufen. Die feinsten Rüstungen im Land. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Die da sollte auch verzaubert werden. Der Umhang sollte verzaubert werden. Können wir ein paar geschafft, davon wieder... Geschafft. Es hat geklappt. Genau. Geschafft. Dahin tun. Du dahin und ihr komischen Tränke seid alle auch vollkommen durcheinander. Du passt da gar nicht hin. Okay. Dahin, dahin. Ah, sei es drum. Was bist du? Knappe. So. Dich können wir jetzt... Du hast gar keinen Umhang... Dann nimm, solange du nicht weißt, was der Schwarze da macht, den hier. Wir verkaufen dich. Und suchen jetzt einen Kinkelitzchen-Händler. Hufeisen? Nein. Kinkelitzchen waren in einem ähnlichen Haus, das aussieht wie das da. Nein. Körper. Fliegende Faust, haben wir Kraftheilung, haben wir Giftheilen, haben wir Giftheilen? Ja, haben wir inzwischen. Ich glaube, Reaktionen haben wir so nicht gekauft, das mache ich einfach mal. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja, haben wir noch nicht. So, du, ja. Da. Du, verzaubern, den Umhang, Stärke plus 7. Ja, der ist besser als was Gerogon hat. So. Was haben wir hier? Erdgilde brauchen wir gar nicht. Kinkerlitzchen. Kinkerlitzchen wird ganz viel Gold geben. Die Tränke können nämlich alle weg. Die ganzen Ringe können weg. Hahaha, 57.000. Und hier ist noch mehr Krimskrams.
So, du kommst weg, du wirst verzaubert, du kommst zu ihr, du Aha. kommst zu ihr, du kommst zu ihr. Du kannst nicht verzaubert werden, du kommst zu ihr, du kommst weg. So, du verzaubern den da. Komm auch weg. Siehst du etwas, das du Weg, weg, magst? weg, weg. Danke. So, Komm mal hier. 60.000 Gold. Ich glaube, wir können uns langsam wirklich die NPCs holen, die uns auch stärker machen und nicht die, die mehr Gold bringen. Direkt oder indirekt. Durch Ersparnis halt. Wir müssten dann nur welche finden. Wir hatten letztes Mal überall Zaubermeister. Jetzt verstecken die sich. Betrüger, nein. Bade, okay. Gehen wir halt in die Stadt der Magier. Vielleicht haben wir da ja Glück. Schwupp. Waffenschmied. Nö. Anhänger von Bar, Arbeiter, Knappe, Kesselflicker, Leibeigener, Pferdezüchter. Wir haben nicht so wirklich viel Glück heute. Anhänger von Bar, Bürger. Nein, ich will keinen Bürger. Ratgeber. Nee, das war für Diplomatie. Diplomatie brauchen wir echt nicht. Und das hier waren alles nur Basisschulen, richtig? Basisskill der Luft, Basisskill des Wassers, Basisskill des Feuers. Ja, brauchen wir das nicht. Die Basissprüche müssten wir schon alle haben. Spurensuche. Nö, hier wollen wir nicht. Stadtportal Blackshire. Verzau. Was? Steigert den Schutz vor den vier Elementen um konstant 20. Warte mal. Wir haben jetzt nichts. Wenn wir Tag des Schutzes zaubern, haben wir 37 mindestens bei allen. 20 mehr macht also doch schon um einiges was aus. Es verdoppelt fast unseren Schutz. Na, lass mir durch den Kopf gehen. Erstmal hätte ich aber ganz gerne wirklich die Zauberstufen erhöhen. Also alle Zauberstufen. Das war der Zaubermeister? So ist in der Richtung. Heiler? Nein. Bettler? Nein. Bürger? Unterhändler? Aber ja, für die Zukunft merken wir uns, Verzauberer ist für Schutz ganz wichtig. Windmeister, Koch. Schornsteinfeger. Oh, da fällt mir was ein. Wir können ganz kurz nach Mist springen. Hier haben wir jetzt auch schon alle gecheckt. Aber in einem dieser beiden Leuchttürme lebte auch noch ein Zaubermeister. Oder irgendwas in der Richtung jedenfalls. Was für uns interessant sein könnte. Also gucken wir hier und sonst fliegen wir ganz kurz rüber. Hallo, wie geht's? Mystiker. Für alle Charaktere 3 Punkte Bonus auf alle Zauberfähigkeiten. Anheuern. So, du. Fliegen. Ich glaube, auf der anderen Seite war kein Mystiker, aber man kann ja gucken. Oh, Ein hallo. Schön, dass Pirat. du da Ja, nee, ein bist. Pirat wollen wir nicht. Was hatten wir hier eigentlich noch? Nichts, oder? Guck mal ganz kurz ein bisschen hier noch da und da. Das ist eine Mini-Insel, aber die gehört, glaube ich, schon zu der Inselkette hier hinten, ja. Nee, gut. Stufenaufstiege haben wir gemacht. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich wirklich zurück zu den Dungeons, oder? Ich drück mich da ganz so ein bisschen vor, weil ich habe keine Lust, schon wieder in den Wolfsball reinzulaufen. Nur um dann nach 10 Schritten wieder umdrehen zu müssen oder schlafen oder was weiß ich. Wobei Schlafen ein sehr gutes Stichwort ist. Wir sollten unbedingt erstmal neue Rationen kaufen. Sonst können wir eh nichts Ordentliches anstellen. So könnten wir jetzt zwei, maximal dreimal schlafen und dann müssen wir eh wieder in die Stadt zurück. Ne, hier ist auch nichts. Oh. Okay, dann bringen wir uns mal in eine Stadt, wo man ganz viel Essen kaufen kann. Ich glaube, hier. So. Jetzt haben wir die Wahl zwischen diesen Todesrittern und den Werwölfen. Ich will
will die Werwölfe nicht angehen, bevor ich nicht mit ihr Implosion habe. Dafür bräuchten wir allerdings eine Wassermagieschule. Und ich bin mir nicht sicher, wo eine höhere Wassermagieschule ist. Also wir werden jetzt ein wenig kopflos wieder durch die Gegend irren müssen. Und ich laufe irgendwie immer zu denselben Stellen, wenn ich in Freehaven bin.